Warum sagt mir der Wegfinder, ich soll hier hin, wenn hier gar keine Tür ist? Musik, ey. Diese Musik. Wir sind gleich fertig. Da tauchte eine riesige Seeschlange auf und biss mir meinen Arm ab. Die Götter haben gesprochen. Sie wollen ein Opfer. In meinen Augen solltest du dich eher der Schlange stellen, Jarl. Nein, sie verlangen ein Opfer. Die Zeit ist gekommen, ich weiß es. Wir brauchen ein deutlicheres Zeichen. Wir warten bis zu deinem nächsten Traum. Ich brauche nicht noch mehr Zeichen. Was geht mit ihm? Ich suche Ceres. Sie soll hier gewesen sein. Ankrets Tochter? Ja, sie war hier. Was ist das? Wo ist sie jetzt? Was? Ceres. Wo ist Ceres? Weiß nicht. Keine Ahnung. Schluss mit den Fragen. Er ist dumm wie ein Troll. Habe ich etwas Falsches gesagt? Bitte vergib dem Jarl. Es geht ihm derzeit nicht so gut. Ist er krank? Ich hab wieder vergessen, mir da nichts zu kaufen. Feier schien ihm etwas unwohl zu sein, aber... Verzeih, ich muss zu ihm. Ich glaub, der ist kacken. Wo ist Ceres? Ich muss sie finden. Keine Ahnung. Frag herum. Na toll. Erinnerst du dich noch an den Sturm in der... Aber du hast ja eh mit Witcher erstmal mehr als genug zu tun. Aufgrund viel über Bord und wer gefasst hat, trug. Udalric ist in die Wellen gesprungen und hat ihn gerettet, als hätten ihn die Götter... Ob die Kuh weiß, wo Ceres ist? Mir ist so langweilig. Mir nicht. Gesundheit. Was kann ich für dich tun, Reisender? Kannst du mir die Haare schneiden? Sie hängen mir in die Augen. Okay, dann gibt's einen Haarschnitt. Also bevor der Vision dich mobbt. Wird sehr, bis Witcher dich mobbt, wird sehr viel passieren. Also, sehr unwahrscheinlich. Bis dann. Eigentlich ist es ein geiles Spiel. Die Probleme, die ich jetzt immer nur so ein bisschen hatte, waren ja wegen den Mods. Hier gibt's keine Kikimoren. Ceres war hier, habe ich gehört. Ja, es ist ein... Sei gegrüßt. Einen Monat lang kaum eine Menschenseele. Und dann kommen die Gäste von weit her, wie ein warmer Sommerregen. Bist du müde, Reisende? Hungrig? Ich suche Ceres, die Tochter des Jarl Ankret. Knapp verpasst. Das Mädchen war soeben hier. Wohin ist sie gegangen? Wollte etwas über die Kindheit des Jarls wissen. Ich sagte ihr, dass sie Berg Thora und Eirik fragen muss. Wir sind Berg Thora und Eirik. Vor vielen Jahren stand Eirik dem alten Jarl nahe. Der Jarl hat ihm geholfen, Berg Thoras Herz zu gewinnen. Sie wohnen am... Ja, das war dann bei mir auch das Problem. Da musstest du eben gute Gearsets haben, damit du massiv Schaden machst. Und das ist anstrengend, den Scheiß zu farmen. Da hatte ich dann irgendwann keine Lust mehr. Darf ich kurz stören? Brauchst du Hilfe? Reden wir bei einem Bier. Das ist immer gut. Danke, aber ich habe keine Zeit. Ich suche ein Mädchen namens Ceres. Und nächste Woche geht die neue Season bei Destiny los und das ist wesentlich besser. Nicht mehr gesehen. Pass auf dich auf. Ich hätte einen Festländer heiraten können. Also bei
bei Destiny das komplette Game, das ganze komplette Looting überarbeiten jetzt mit dem neuen Season. Ich glaube, nächste Woche oder übernächste Woche geht's los. Da hast du auch sehr süß. Ich bin zwar vergeben, aber das Dorf ist voller hübscher Mädchen. Hübsche Mädchen, sagst du? Wo denn? Ob eine mir die Insel zeigen würde? Naja, da gibt es Wehr. Sehr niedlich. Fassbinders Tochter. Obwohl, nee, die hat Zähne wie Angelhaken. Deborah vielleicht. Ein feines Mädchen. Gerade Zähne. Hat aber ein Geschwulst unter dem rechten Auge. Maya hat ein liebliches Gesicht. Wenn nur ihr rechter Fuß keinen Knochenfraß hätte. Ach, Mumpitz. Wenn ich es mir überlege, ist keine besonders ansprechend. Danke. Ich suche Ceres. Dieses dürre Ding. Schöne Rehaugen entstammt einer ehrbaren Familie. Aber hager wie ein wandelnder Ast. Ich weiß nicht, wo sie ist. Und ihr Vater... Der alte Krach soll ruhig bleiben. Kein Mädel von den Skelligen stirbt auf ihrer eigenen Insel. Also gut. Sie war vor ein paar Stunden hier. Sie wollte mit meinem Mann Eirik sprechen. Sie sollten am Strand auf der anderen Seite der Insel sein. Danke. Pass auf dich auf. Viel Glück bei deiner Suche. Danke. Oh, elegant drüber gejumpt. Ja, eben, das ist das Problem. Du musst wirklich dann deine Gearsets farmen und die gleichen Missionen immer wieder machen. Ich habe Leute gelesen in den Gruppen, die haben 50, 60 Mal die gleichen Missionen gemacht, bis das richtige Gear getroppt hat oder das richtige Teil. Also da habe ich ja nun überhaupt keine Lust zu sowas. Das ist mir dann zu tief. Die Story bis dahin war cool. Ich habe genug, bestimmt 160 Spielstunden drin. Und dafür, dass ich es nicht gekauft habe, dafür, dass ich es im Game Pass umsonst habe. Schwärmen rum wie Fliegen auf einem Scheißhaufen. Den haben wir es aber gezeigt. Wir? Du saßt die ganze Zeit auf diesem Felsen und hast um Hilfe geschrien. Hätte ich dich nicht gewarnt, wärst du jetzt Fischfutter. Danke für deine Hilfe. Hilfst du mir nochmal? Oh, muss ich drüber nachdenken. Noch viele Fische zu fangen und Netze zu flicken heute. Keine Zeit für Kämpfe. Keine Ertrunkenen dieses Mal. Es geht um Ceres. Ich suche sie. Hübsches Mädel. Ganz klar aus einem guten Clan. Hab sie hier zurückgelassen, als ich rausgefahren bin, um den morgendlichen Fang zu holen. Hat sie gesagt, was sie wollte? Oder hat sie nur die Aussicht bewundert? Sie hat nach unserem Jarl und seiner Familie gefragt. Hat sie gesagt, wo sie hin wollte? Wird's eigentlich keinem Fremden sagen. Aber wir haben zusammen unsere Haut riskiert. Ist zum alten Haus von Udalriks Familie gegangen. Dort auf dem Hügel. Danke. Leb wohl. Ich glaube, den normalen Weg kommen wir nicht hoch, gell? Ja, Skellige musste wirklich teilweise den Wegpunkten folgen. Beinahe mich getroffen, mein Freund. Weißt du, mein Papa ist weg und kämpft gegen die Schwarzen. Dein Papa ist tot. Haben sie dir den Arsch schon mit Honig eingeschmiert, Held? Ja. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Deine Frau macht das. Ich
falsche Fußspur. Stimmt, was hier ist von sich. Schlüssel benötigt. Jetzt mal laut im Hintergrund. Kellerschlüssel. Hui. Das klingt nach Spaß. Was war denn das? Hä? Was zum Teufel? Was haben wir da eigentlich gerade gefunden? Neue Bokwa. Schwert. Ah, ist wahrscheinlich unter Questgegenständen. Ja, da ist es. Komme ich denn hier wieder raus? Einfach die Leiter nehmen hier. Das dürfte helfen. Das sind so sehr ekelhafte Geräusche hier, muss ich mal sagen. Ich will mich ja nicht beschweren, aber. Service. Ich glaube, die ist tot. Ohnmächtig. Ich muss sie hier rausbringen. Was zum Teufel ist das da draußen? Was? Also, was ist passiert? Wir. Wo bin ich? Oh, mein Kopf. Der tut so weh. Hast einen Schlag auf den Kopf bekommen? Beides wieder. Geralt, warum bist du hier? Ich suche dich. Dein Vater macht sich Sorgen. Ich bring dich nach Hause. Ich gehe erst, wenn ich Udalric geholfen habe. Das Schwert. Wo ist das Schwert? Ich muss zurück. Wegen eines Schwerts? Meinst du das hier? Du hast es? Worauf warten wir dann noch? Wir müssen zu Udalric. Du gehst nirgendwo hin. Ich hab dich gerade erst halbtot hier rausgeholt. Ich muss... Du musst mir erzählen, was passiert ist. Warum bist du da reingegangen? Ich wollte Udalric helfen. Klar, er hat sich etwas merkwürdig benommen, aber ich weiß nicht, wie ihm dein Spaziergang durch ein Geisterhaus geholfen hätte. Hätte es, hätte ich das Schwert gefunden. Was hat es mit dem Schwert auf sich? Das ist Brokwa. Das Ahnenschwert von Udalrics Clan. Ich brauchte es, um den Fluch von Udalric zu nehmen. Welchen Fluch? Lange Geschichte. Vor vielen Jahren haben sich Udalric und sein jüngerer Bruder um das Schwert gestritten. Nach der Tradition gehört das Clanschwert dem erstgeborenen Sohn, Udalric. Aber sein Vater hat es seinem jüngeren Bruder Aki vermacht. Oh, eine schwere Beleidigung in dieser Gegend. Schwer genug für Udalric, um ein heiliges Gesetz der Skelligen zu brechen. Er hat die Entscheidung des Vaters öffentlich hinterfragt. Das konnte der alte Jarl wohl nicht durchgehen lassen. Sie haben Udalric an einen Pfahl gebunden und bis zur Hüfte im Meer versenkt. 3 Tage lang. Und danach sind Aki und er fischen gefahren. Ich bin auch vielleicht nur in einer halben Stunde weg, weil ich das essen muss. Wohl nicht mein Essen gut steht ausgegangen. Auf dem Herd. Richtig. Es gab einen Unfall. Ein Sturm brach los und Aki ging über Bord. Udalric hatte mit den Segeln zu tun. Und seinen Bruder erst gehört, als es zu spät war. Hörte ihn nicht oder wollte ihn nicht hören? Manche Insulaner hatten dieselben Zweifel, aber niemand hat sie ausgesprochen. Was glaubst du? Hat Udalric Aki getötet? Ich will keine voreiligen Schlüsse ziehen. Aber vielleicht komme ich ja nachher wieder online. Das weiß ich.
Mit Anno was oder so. Was auch immer an jenem Tag auf dem Meer passiert oder ist, mit was anderem. Beeinflusst Udalrik noch heute. Und es könnte etwas mit dem Schwert zu tun haben. Ich schreib's in die Gruppe. Was willst du mit dem Schwert machen? Wenn ich wieder glaube, online komme. Akis Geist will es zurückhaben. Ich will nur ein, zwei Missionen machen und dann... Seit ich denken kann, hat das Inselvolk in Udalrik immer den Auserwählten gesehen, zu dem die Götter sprechen. Das hab ich auch mal geglaubt, aber jetzt, angesichts bestimmter Umstände... Er ist einfach besessen. Und es ist sein jüngerer Bruder, der ihn heimsucht. Gewagte Theorie. Bricht nicht allein der Gedanke daran ein Gesetz? Mir egal. Ich glaube nicht an Gespräche mit Göttern. Hast du ihn mal gesehen? Er ist mit Narben übersät. Ich dachte, die hätte er sich in Schlachten verdient. Wenn du den Zwist mit sich selbst als Schlacht bezeichnest. Ich habe ihn gefragt. Er sagte, die Stimmen befehlen ihm, sich selbst zu verletzen. Zum Ruhm der Götter. Das glaube ich nicht. Das sind nicht die Götter. Das ist Aki. Du meinst, Aki rächt sich, weil Udalrik ihn hat sterben lassen? Ich habe mit Hjort gesprochen. Bis dann. Er schwört, dass Udalrik erst seit Akis Tod Stimmen hört. Und ich glaube nicht, dass Hjort falsch liegt, denn er kennt die beiden von klein auf. Vielleicht lässt Aki von Udalrik ab, wenn wir ihm Brokwa geben. Keine schlechte Idee. Vorausgesetzt, wir haben es mit einem Geist zu tun. Aber irgendetwas stimmt da nicht. Was denn? Aki ist auf See ertrunken, sagtest du. Aber es spukt hier in diesem Haus. Aki und Udalrik haben hier beide gelebt. Vielleicht deswegen. Außerdem haben wir jetzt das Schwert und können rausfinden, ob es darum geht. Ein Versuch kann wohl nicht schaden. Gehen wir zu Udalrik. Ich möchte wissen, ob wir es wirklich mit einem Geist zu tun haben. Du und mein Vater, ihr wart mal Freunde, nicht? Ich hoffe, wir sind es. Ich wollte mal kurz was gucken. Hatten wir hier oben nicht auch noch ein Fragezeichen? Genau. Warte mal. Aber... Jetzt ist ja die Tür auf. Also, ich habe gehört, dass ihr euch zerstritten habt wegen irgendwas oder irgendwem. Meinst du die Geschichte mit Yennefer? Das ist schon lange her. Es war, bevor dein Vater deine Mutter getroffen hat. Aber du und Yennefer kanntet euch schon. Tja, mit Yen waren die Dinge nie in trockenen Tüchern. Was ist an ihr? Was zieht dich zu ihr hin? Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich mich einfach nie für Bequemlichkeit und Ruhe entschieden. Okay. Okay, Gott sei Dank. Das ist Skill, Leute. Das ist Skill. Ich weiß zwar nicht, wie es geschrieben wird, aber... Ich glaube, ich hab's. Und der macht... Hat sich ja gelohnt. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Hey. Wo ist Yennefer? Ich weiß nicht. Warum fragst du? Ich staune nur, dass sie dich alleine hat herkommen lassen. Wie meinst du das, lassen? Nichts. Gar nichts. Ich hatte nur den Eindruck, dass sie dich nicht gern aus den Augen lässt. Ein bisschen eifersüchtig, die Gute. Schau, da sind sie. Schrecklich hell hier draußen. Schmerz in den Augen. Die frische Luft wird dir gut tun. Die Götter werden nicht erfreut sein. Ja, unsere Gäste, weißt du noch? Was ist mit deiner Hand passiert? Ich habe sie den Göttern geopfert. Vergib ihm, Jarl. Geralt muss noch mehr über unsere Bräuche lernen. Wir auf den Skelligen stehen den Göttern nahe. Und je näher man sich ist, desto größere Opfer bringt man.
Das größte und reinste Opfer, das man bringen kann, ist das Erdulden von Schmerz und Leid. Die Götter zu hören, ist ein Geschenk, kein Opfer. Diese Stimmen, die du hörst. Die Götter, ihre Stimmen. Es ist wahrscheinlicher, dass es hier um deinen toten Bruder geht. Ich habe Geralt von Aki erzählt. Wir glauben, dass... Dass die Götter dir wegen deines Bruders zürnen. Du musst dich entschuldigen. Und zwar bei Aki. Ich wollte nicht. Aki ist ins Wasser gefallen. Die Götter werden wütend sein. Lass mich dir helfen. Ich verspreche, ich passe auf, die Götter nicht zu erzürnen. Hör auf den Hexer, Jarl. Versöhne dich mit Aki. Das wird die Götter gewiss erfreuen. Was soll ich denn tun? Weißt du noch, wo Aki ins Wasser gefallen ist? Am Ostende der Insel, vor der Bucht. Die Strömung hatte uns zu Ululas Nadel getrieben. Dort ist es gefährlich. Die tückischen Strudel kosten immer wieder Seeleuten das Leben. Wir müssen hinsegeln. Akis Geist wird nicht ruhen, ehe das Schwert zu ihm zurückgekehrt ist. Nein, 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 nein! Die Götter werden zürnen. Ich spüre es. Keine Angst, Jarl. Die Götter lieben dich und haben Aki geliebt. Bestimmt wünschen sie dies. Vielleicht kann ich hinsegeln. Das Schwert muss zurückgebracht werden. Aber wer das tut, ist nicht entscheidend. Wonach soll ich suchen? Trug Aki etwas, woran ich ihn erkennen kann? Etwas, das die lange Zeit unter Wasser überstanden haben kann? Ja, den Ring unseres Clans. Das müsste reichen. Ich breche auf. Okay. Wird ja richtig interessant hier. Ah! Oh, Gott sei Dank. Es war doch nicht so, wie ich dachte. Reicht jetzt! Ach nee, nicht schon wieder diese scheiß Sirenen, ey, die nerven mich. Die gehen mir so hart auf den Pisser. Das, was gebracht hat. Zeit, zu Udalric zu gehen. Aber ist jetzt die andere Quest noch? Ich würde sagen, die ist auch noch hier. Ach,
diese Viecher gehen mir so hart auf den Pisser. Hoch. Mensch, tauch auf! Okay, das hat man nicht überleben. Das hat man nicht überleben. Okay, doch. Guck, vielleicht kommt das Vieh an Land. Erst wieder regenerieren. Alter Schwede, es ist die, es kommt ja immer wieder. Mann, ich komme nicht hoch. Ich hänge im Gras. Ich hänge. Ich komme nicht raus aus dem scheiß Gras jetzt. Spawnen die immer wieder da unten neu? Schatz, muss da ja irgendwo sein. Das ist. Warte mal, da ist was Rotes und da ist was Rotes. Okay, das war's. Nee, das war's nicht. Ich hab die Schnauze voll jetzt hier.
Nee, ich hab die Schnauze voll. Sven ist ein Loser. Geralt von Riva? Sieht nach Regen aus. Okay. Aber wieso? Warum? Sind er da was so? Was ist los? Udalric, die Stimmen haben ihm befohlen, sich das Auge raus. Ernsthaft? Was? Warum hast du das gemacht? Es war der Wille der Götter, ein Opfer für Aki. Okay. Was genau wollten die Götter? Erinnerst du dich? Was haben sie dir gesagt? Sie waren zornig. Eine Stimme sagte, du elender Wicht hast Aki nicht geholfen und jetzt segelst du nicht zu ihm und bittest um Vergebung. Reiß dir das Auge raus, leide und büße für das, was du angerichtet hast. Wann haben die Götter zu dir gesprochen? Gleich nachdem ich weg war? Kurz danach. Ich wurde müde und legte mich hin. Da offenbarten sie mir ihren Willen. Schläfst du immer, wenn sie mit dir reden? Immer. Und was siehst du dann? Rufen sie dich an einen bestimmten Ort? Zu meinem alten Zuhause. Sie befehlen mir, Fackeln zu entzünden und sprechen aus den Schatten. Haben die Götter dir schon mal ihre Form gezeigt? Oder sind sie immer nur Schatten? Einmal nahm ich im Traum allen Mut zusammen und ließ die Fackel heller brennen. Da saß eine verschwommene Gestalt in den Schatten. Verlangen die Götter immer, dass du ihnen dein Leid anbietest? Allein das gefällt ihnen. Und sie verlangen ständig mehr. Du sagst, die Götter sprechen aus den Schatten. Erlaubst du darum hier drinnen kein Licht? In den Träumen sehe ich manchmal ihre Form, wenn die Fackeln hell brennen. Hatten wir ja auch in dem Keller. Ehre, die Götter zu sehen. Würdest du sie vielleicht mit mehr Licht auch sehen, wenn du wach bist? Einfache Menschen sind nicht würdig, in ihr Antlitz zu schauen. Ich habe das Schwert hingebracht, doch nichts hat sich geändert. Es ist nicht der Geist seines Bruders, der ihn plagt. Was ist mit ihm los? Können wir unter vier Augen reden? Im Gästezimmer. Komm. Er hat ja doch noch eins. Und? Weißt du, was es ist? Ein Him. Eine Postkonjunktionskreatur. Sehr selten und sehr gefährlich. Hängt sich an Menschen, die üble Taten begehen. Sie nähert sich von ihrem schlechten Gewissen und verstärkt es. Am Ende zwingt sie das Opfer zur Selbstverstümmelung. Klingt unschön. Kann man sie loswerden? Es gibt zwei Methoden, theoretisch. Im Hexerbestiarium heißt es, dass man eine Nacht im Lager des Hims verbringen muss, mit dem Betroffenen. Also im Geisterhaus? Gemütlich dürfte das zwar nicht werden, aber ich wette, du hast schon schlechter geschlafen. Ums Schlafen geht es nicht. Man muss den Him heraustreiben. Er muss aus den Schatten kommen und sich zeigen. Sonst kann man ihm nichts anhaben. So ganz ohne ist die Kreatur wohl nicht. Du hast Udalric ja gesehen. Der Kampf wird nicht einfach. Und die andere Methode? Angeblich kann man einen Him überlisten. Man muss so tun, als hätte man etwas Furchtbares vor. Dann springt er auf einen über. Wenn er merkt, dass er betrogen wurde, muss er gehen. Toll. Versuchen wir es. Ich kenne niemanden, dem das gelungen ist. Vielleicht waren die Täuschungsmanöver nicht gut genug. Ich weiß, du hast Zweifel.
Aber wir sollten wenigstens versuchen, den Helm zu täuschen. Vielleicht ist das nicht so einfach, wie es scheint. Perfekt sind beide Methoden nicht. Wie meinst du das? Der Helm ist ein Dämon und die sind bekanntermaßen schwierig zu täuschen. Außerdem darf der Lockvogel nicht wissen, dass er einer ist. Was? Der Helm greift Leute mit schlechtem Gewissen an, die überzeugt sind, schlimm gehandelt zu haben. Der Helm verstärkt ihre Reue und nährt sich davon. Das heißt, wenn der neue Wirt keine echte Reue empfindet, spürt der Helm das. Ah, das heißt, wenn einem von uns was einfällt, kann er dem anderen nichts davon sagen. Genau. Und was ist mit der anderen Methode? Udalric überlebt eine Nacht im Lager des Hims vielleicht nicht. Du meinst, der Him versucht, Udalric zu töten? Nein, dann wäre er ja seinen Wirt los. Es ist möglich, dass es Udalric einfach nicht übersteht. Er ist schwach, das Haus weckt schmerzliche Erinnerungen. Für den Him ist das eine Gelegenheit. Je mehr Schmerz der Him seinem Wirt bereitet, desto stärker wird er. Und umso gefährlicher wird er für dich. Beide Methoden scheinen riskant. Trotzdem bin ich für die List. Ich bin noch nicht überzeugt. Sag bitte nicht, dass du auch solche Dinge mit Yennefer besprechen Ich glaube, sie ist ein bisschen eifersüchtig. Wenn uns nicht einfällt, können wir immer noch die Hexermethode probieren. Ich glaube, sie ist ein bisschen arg eifersüchtig. Was hast du gegen Yennefer? Du hast sie schon mehrfach erwähnt. Nichts. Mir fällt nur auf, dass ihr häufig einer Meinung seid. Du meinst, ich bin ein Pantoffelheld? Das ist nichts Besonderes. Passiert wohl allen Männern. Ob skelliger Raubein, tapferer Ritter oder zäher Hexer, am Ende lassen sich doch alle um einen Frauenfinger wickeln. Was soll ich sagen? Du hast uns durchschaut. Also, versuchen wir es zuerst mit der List? Ja, tun wir. Gute Entscheidung. Der einzige Ort, an dem sowas funktionieren kann, ist das Geisterhaus. Das Lager des Hims. Also, nach dir. Kein Grund zum Trödeln. Ey, 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 ey. Solide Handwerkskunst. Der Ofensetzer muss vom Festland gewesen sein. Ah, ich glaube, ich weiß, was passiert. Ciri! Ciri? Nein, das ist unmöglich. Verdammt! Du willst mich abschrecken. Gut, du hast also Angst. Zerbrochen. Udalric hatte wohl Angst, die Kreatur hinter sich zu sehen. Eine alte Wiege. Hat sicher Udalric oder Aki gehört. Geralt! Was los? Ist dir was eingefallen? Ja, ich habe einen Plan. Könnte sogar klappen. Geht's etwas genauer? Du musst hier auf mich warten. Wird nicht lange dauern. Sonst nichts? Du hast es selbst gesagt. Du darfst die Details nicht wissen. Du musst mir vertrauen. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Hoffe ich auch. Und, können wir anfangen? Ich bin bereit. Na schön. Ich bin bald zurück. Mach so lange schon mal ein Feuer an. Sie rennt zum alten Haus! Schnappt sie! Nimm ihn.
Du musst ihn in den Ofen legen. Vertrau mir. Vorsicht, tut dem Kleinen nichts. Gib mir das Kind. In den Ofen. Wirf ihn in den Ofen. Ich kann mich noch dran erinnern. Warum? Der Hexer hat nichts getan. Du findest hier weder Reue noch Schuld, nur Schock und Erleichterung. Du wurdest getäuscht und musst gehen. Tschüss. Schön, dass du da warst. Coole Aktion. Es ist vorbei. Jetzt ist es wieder laut im Hintergrund. Vorbei? Wir haben den Him reingelegt. Er dachte, ich hätte dein Kind getötet und wollte mich besetzen, um sich an meinem Gewissen zu laben. Aber als er sah, dass das Kind wohlauf ist, musste er gehen. Du bist frei, Jarl. Frei? Der Him ist weg. Und damit auch die Stimmen, die dich gequält haben. Verschwinden wir von hier. Hey. Was ist los? Mir ist schwindelig. Drehe mich wie in einem Strudel. Geralt, du sagtest, es sei vorbei. Das ist nur die Erschöpfung. Er wird sich erholen. Was mache ich denn jetzt? Du wirst dich erholen. Hauptsache, du bemitleidest dich nicht. Mir ist als... Wurde mir etwas abgerissen. Kein Wunder. Wurde mich etwas abgerissen. Aber sieht, die Bindung an den Wirt kann sehr stark sein. Darum fühlst du dich jetzt so leer. In ein paar Tagen oder Wochen geht es dir wieder gut. Danke. Glaub ich. Leb wohl. Ich mache aber jetzt Feierabend. Wollte noch die Quest zu Ende machen. Ich gehe mit ihm. Er scheint verwirrt. Gute Idee. Und dann? Was hast du vor? Ich bleibe ein paar Tage und schaue, dass es ihm gut geht. Und du? Bleibst du auf Spikarok? Weiß ich noch nicht. Muss drüber nachdenken. Yennefer ist bestimmt schon ungeduldig. Das haben wir doch schon besprochen. Oh ja. Leb wohl, Hexer. Blauer Himmel und stets Wind im Rücken dir. Dir auch. Alles Gute. Yay. Ich glaube, sie ist ein bisschen eifersüchtig. Gut, dann machen wir nämlich mal Feierabend.